Hallo zusammen und willkommen. Die Haut ist unser größtes Organ und erstreckt sich von Kopf bis zu den Füßen. Die Hautpflege sollte eine große Rolle im Leben einnehmen, denn es gibt auch ziemlich empfindliche Hauttypen. Es ist keine Überraschung, dass insbesondere Frauen oft viele Stunden in Spas, Wellnesscentern und bei Schönheitsbehandlungen verbringen, um den Zustand ihrer Haut zu verbessern. Falten wünscht sich natürlich niemand, weshalb die Kosmetikindustrie mit ihren Anti-Aging-Produkten jede Menge Umsatz macht. Die meisten Frauen verwenden Cremes aller Art, um ihr Gesicht jünger und strahlender aussehen zu lassen. Doch das Alter einer Frau erkennt man eben nicht nur am Gesicht, sondern auch an den Händen. Unsere Hände erledigen jeden Tag einen Großteil unserer Arbeit. Ganz gleich, ob es sich dabei um Putzarbeit im Haushalt, Gärtnern oder andere Aktivitäten handelt. Wir benötigen sie natürlich zum Tippen auf unserem Smartphone, Computerarbeit oder Handarbeit wie Nähen. Doch insbesondere bei Hausarbeit wie dem Fensterputzen, dem Abwaschen oder dem Schrubben des Bodens kommen unsere Hände mit bedenklichen Chemikalien in Kontakt. Reinigungsprodukte, die nicht ökologisch sind, können große Schäden anrichten und beschleunigen den Alterungsprozess. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, die das Auftreten von Falten und Flecken begünstigen. Dazu zählen vor allem übermäßige Sonneneinstrahlung und Umweltverschmutzung. Im Laufe unseres Lebens verliert die Haut zudem auf natürliche Weise an Elastizität und Kollagen. Wir geben dir deshalb in unserem heutigen Video ein paar Tipps, wie du die Haut deiner Hände glatter, faltenfreier und geschmeidiger bekommst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1: Eier und Honig. Diese beiden Inhaltsstoffe haben exzellente Eigenschaften, die deiner Gesundheit auf vielfältige Weise zugutekommen. Nimm einfach das Eiweiß von ein paar Eiern und vermische es mit einem Esslöffel Honig. Trage diese reichhaltige Mischung dann auf deine Hände auf und lasse sie möglichst lange einwirken. Du kannst zum Beispiel auch Baumwollhandschuhe tragen und die Mixtur für besonders gute Ergebnisse über Nacht auf deiner Haut lassen. Wasche dann deine Hände anschließend mit ausreichend klarem Wasser und milder Seife. Honig wirkt hier effektiv als Anti-Aging-Mittel für deine Hände. Der Feuchtigkeitsspender versorgt dich mit Antioxidantien und macht die Hände bei regelmäßiger Anwendung weich und geschmeidig. Das Ei hingegen ist reich an wertvollen Fettsäuren und Vitaminen, womit es sich besonders gut für die Behandlung trockener Haut eignet. Nummer 2: Kartoffeln, Olivenöl, Honig und Milch. Nimm eine Kartoffel und bereite daraus ein Püree zu. Gib anschließend 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Honig und 2 Esslöffel Milch hinzu. Vermische alle Zutaten zu einer homogenen Paste. Trage diese Substanz dann auf deine Hände auf und lasse sie 15 Minuten einwirken. Bewahre die Reste gut verschlossen im Kühlschrank auf. Wiederhole diesen Prozess 2 bis 3 Mal die Woche und du wirst sehen, wie gut die Inhaltsstoffe deine Haut tun. Kartoffeln sind nämlich ein Vitamin C-reiches Superfood, die feine Fältchen bekämpft. Olivenöl und Honig versorgen die Hände hingegen mit Feuchtigkeit. Nummer 3: Hagebuttenöl. Diese Handkur ist wohl die einfachste Methode, um deine Haut vitaler, jünger und glatter aussehen zu lassen. Trage das Öl sanft auf und massiere es dann in die Hände und die Finger ein. Hagebuttenöl steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe wie Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E. Vitamin A erneuert die Haut und schützt vor DNA-Schäden. Vitamin C gleicht Verfärbung aus und regt die Kollagenherstellung an, sodass Falten vorgebeugt wird. Vitamin E hingegen ist reich an Antioxidantien und verbessert somit die Schutzfunktion der Haut. Auch brüchige und trockene Nägel, rissige Hände und eingerissene Nagelhaut profitieren von diesem Öl. Unser kurzes Fazit: Diese 3 einfachen Hausmittel können vielleicht nicht am Rad der Zeit drehen, aber sie können dir ein Stück weit Jugend zurückgeben und dich regenerieren. Wähle das Rezept, das dir am besten gefällt und wende es so oft an, bis du eine Besserung wahrnimmst. Achte im Winter darauf, dass du deine Hände mit einer extra Portion Pflege verwöhnst, denn die trockene Heizungsluft kann der Haut ganz schön zu schaffen machen. Um abgeschorbene Hautschüppchen zu entfernen, empfiehlt sich darüber hinaus ab und zu ein sanftes Peeling. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.